Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, meine Lieben, ich freue mich, dass ich da bin und ich freue mich, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio, die Freitagnachtausgabe. Das ist unsere letzte Ausgabe vor der kleinen Osterpause. Wie immer eine freie Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann nur zu. Dann ran ans Telefon 0800 220 50 50 oder faxt unter 0800 220 50 51 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin, die heißt wie? Die heißt Jenny und ist 21. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Jürgen. Hallo, Jenny. Hallo. Weswegen rufst du an? Ich rufe zu dem Thema Swingerclub an. So, du rufst zum Thema Swingerclub an. Genau. Daraus schließe ich jetzt scharf, dass du schon mal im Swingerclub warst. Einmal, schon mehrmals. Ehrlich, in deinen jungen Jahren. Ich habe ja immer so die Klischeevorstellung, ist wahrscheinlich völlig bescheuert, dass nur etwas Ältere, so ab 30 oder so, ins Swingerclub gehen. Ja, ich weiß schon. Hier ist kein Aufschrei, aber. Deswegen habe ich dich auch angerufen. Ja. Also ich finde, das ist so schlimm, das stimmt überhaupt nicht. Also wir gehen immer mit mehreren Leuten hin. Ja. Und die sind halt alle auch so in unserem Alter. So um die 20 rum. Ja, so 25, mein Freund selber ist 28. Ja, siehst du, da geht's aber schon ein bisschen hoch, ne? Ja, so ein bisschen, aber ich finde es erstmal nicht schlimm. Aber es ist nicht so, dass man sagt, so ab 60 aufwärts oder nein, so meinte ich es auch nicht. Nein, nein. Und seit wann gehst du dahin? Mein Freund, ich. Na gut. Circa seit einem Jahr. So ungefähr. Also du bist in einer festen Partnerschaft? Ja, seit 4 Jahren. Seit 4 Jahren schon? Ja. Seit 4 Jahren. Und seit einem Jahr im Swingerclub? Genau. Ja. Wie kam denn die Entscheidung überhaupt, zu sagen, okay, komm, wir gehen jetzt mal in so ein Ding? Also auf die Idee bin sowieso ich gekommen. Also mein Freund wäre niemals auf die Idee gekommen. man guckt Fernsehen. Ja, man guckt. Man guckt Lilo Wanders. Genau, genau. Ne? Die macht ja immer sehr schöne Beiträge darüber. Genau, und dann habe ich ihm das vorgeschlagen. Ich sage, du lass uns doch mal in so einen Club gehen. Ja. Erstmal ein großes Aufgestöhne. Ja, um Gottes Willen, was willst du denn da? Ja. Und alles nur alte Leute. Ich sage, lass uns doch erstmal informieren. Ich sage, und wenn es uns nicht gefällt, können wir wieder nach Hause gehen. Warum überhaupt bei dir so diese Neugierde? War es so ein bisschen langweilig geworden bei euch sexuell? Doch so ein bisschen. Also immer nur zu Hause im Bett und am besten Licht aus. Immer Blümchensex. Ja, genau. Und immer die gleiche Stellung. Genau, und da habe ich dann gesagt, kannst du immer an der gleichen Stelle stöhnen und sagen, das war's, ne? Und so weiter. Ja. Am besten immer sonntags so ungefähr. Genau. Und da habe ich gesagt, nee, ich sag, komm, wir gehen da jetzt einfach mal hin und haben mitgeschleift. Und ja, also es hat ihm doch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Wie geht das denn? Ich war noch nie in so einem Ding. Nicht? Nein, da würde ich nicht so blöd fragen. Nein, wirklich nicht. Man geht da rein, zieht man sich gleich nackig aus? Also es ist so, dass man mit den Straßensachen auf jeden Fall nicht in den Barbereich darf. Da ist klar. Aber wie? Ja, also man geht gemütlich in der Gruppe oder halt alleine hoch und zieht sich um. Ja. In schicke Dessous oder ein Kleidchen oder wie auch immer. Also man muss sich schon so wie einen Badeanzug, nimmt man da irgendetwas mit, was man dann so an Sachen... Ja, schon was Erotisches. Ja. Also soll ja auch irgendwie ansprechend sein. Oder man zieht es halt unten drunter, ne? Irgendeine schicke Slip-Unterhose oder irgend sowas. Genau. Tanga. Man hat ja seine Spinde da stehen und man bekommt ja einen Schlüssel und hat dann sein Tischchen. Es ist dann auch wie in der Badeanstalt, ne? Man hat den Spind. Ja, das stimmt schon. So, jetzt habt ihr beide euch da ein bisschen schick angezogen. Was hast du beim ersten Mal angehabt? Also ich habe einen Tanga angezogen und ein durchsichtiges Kleidchen drüber angezogen. Und dein Freund? Eine ganz schicke Boxershorts. Ach so, und sonst dann nix? Also es sind auch wirklich Extreme, die wirklich dann Lederschaps anziehen. Ja. Und also da bin ich jetzt, oder so ein Kettenhemd oder sowas, da gibt es ja so ganz schicke Sachen, bin ich nicht so der Fan für. Aber das kann man, ne? Wenn man daran Spaß hat, kann man das machen. Das kann man, ja, doch, klar. Beim ersten Besuch gab es da schon Sex mit mehreren oder habt ihr nur mal ein bisschen rumgeschnuppert? Wir tauschen überhaupt nicht. Ach so. Ja, und deswegen, also es ist ja dieses Klischee, dass man immer tauschen muss. Rudel. Ja, ne, so. Rumgeputzelt. Ja, genau. Dann geht Jenny mit ihrem Freund da rein in den Swingerclub und ihr habt dann da vor anderen Leuten Sex oder zieht ihr euch dann zurück? Nein, also die Atmosphäre ist erstmal ganz toll. Sehen und gesehen werden, klar. Aber ist das nicht irre prickelnd oder verlockend? Dann siehst du da irgend so einen geilen Typ und denkst, würde ich ganz gerne auch mal mit dem.
Ja, man streichelt sich schon mal oder man krault sich oder man wird auch schon mal angefasst oder so. Aber man braucht nur zu schauen und irgendwie zu nicken und es ist alles klar. Mhm. Also es wird auch nicht groß geredet und groß nachgebaggert oder so. Das ist halt nicht der Fall. Also seit einem Jahr regelmäßiger Kunde im Swingerclub seid ihr? Ja. Ne? Wie viel mal? Einmal im Monat, zweimal im Monat, jedes Wochenende? Ja, so einmal im Monat. Einmal im Monat. Vielleicht auch zweimal, kommt immer auf okay. die Lust an. Und noch kein einziges Mal hast du mit einem anderen Mann oder dein Freund mit einer anderen Frau im Swingerclub Sex gehabt? Nein, überhaupt nicht. Jetzt aber auf meine Frage. Macht ihr das auf dieser Matratze vor allen anderen, was man immer so erzählt von den Matratzen, oder geht ihr in ein Separé? Also bei uns ist das so, wir haben wie so Hexenhäuschen, sagen wir immer dazu. Und wenn man halt hoch auf die Matte geht. Die Matte, ja genau. Genau, dann ist es klar, dass da auch noch andere liegen. Es gibt natürlich auch Orte, wo man sich zurückziehen kann und wo halt mal ausnahmsweise mal keiner ist. Wo macht ihr es denn meistens? Wir machen es dazwischen, neben den anderen. Ach oder. So. Mhm. Also wir wollen schon mit im Geschehen sein. So, jetzt aber die Frage, warum nicht auch mal ein Partnertausch? Ja, das ist so eine Sache. Also würdest du wollen? Zwischendurch schon, ja. Will er nicht? Nein, gar nicht. Ach, normalerweise sind die Jungs doch immer scharf auf sowas. Ja, das ist ja das, was mich auch so ein bisschen stört, weil ich denke, wenn ich, also er erlaubt es mir, ich dürfte es, ja. Ja. Und ich hätte dann ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann wirklich mir was Nettes ausgesucht hätte und man liegt halt zu dritt oder so. Ja. Das müsste er dann auch mit vollem Herzen mitmachen, dann wäre es okay, ne? Dann wäre es vielleicht okay, ja, aber so alleine, nee, ich weiß nicht. Ist das jetzt so eine geheime Sache oder wissen eure Freunde das auch? Es geht ja ganz offen mit um. Nein, also meine Eltern wissen. Die Eltern wissen das? Ja, meine Mutter weiß das, mein Papa weiß das. Die wissen das. Rümpfen die denn nicht die Nase, wenn die kleine Jenny da in so einen Sündenpfuhl geht? Also meine Mama meinte am Anfang, ob ich das dann nötig hätte. Und sie hatte halt dieses typische Klischee, was ich gerade versuche, ein bisschen aufzuräumen. Und ich habe ihr das dann in Ruhe mal erklärt und ich sage, du, ich sag, wenn du gerne mitkommen willst oder mal alleine so willst, ich sage, dann geh doch, Mensch. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass ihr den Eltern mal begegnet im Swingerclub. Ich meine, das muss ich nicht unbedingt haben, aber sie können doch auch im Club gehen. Ich meine, es ist wirklich nichts Schlimmes dabei. Ja. Und also die wissen es. Und so Leute, die wir halt aus dem Internet kennengelernt haben, klar, die wissen es halt auch, da sage ich auch direkt offen. Nur so direkt hier, da wir so ein bisschen dörflich wohnen. Ja, spätestens jetzt nach dem Gespräch weiß das Dorf das auch und dann ist alles auch gut, ganz dann offen. Dann wissen sie es halt, aber dann habe ich Ich meine, es ist aber auch nicht so schlimm, mein Gott nochmal. Es ist auch gar nicht schlimm. Früher, gehen wir mal so 10 Jahre zurück oder so, da war das noch alles ein bisschen mit Naserümpfen versehen. Aber heutzutage, lieber Himmel, das machen so viele Leute und wenn es einem Spaß macht, ist es doch okay, das zu machen. Ebenso, mal ich einfach denke, bevor er mir irgendwie fremd geht, weil er. Oder ich, ich böse Jenny, würde ihm dann fremd. Ja, ja, ich merke, dass du die schärfere bist, ne? Die schärfere Braut von euch beiden. Genau, ja, aber nee, das, also ich denke, das ist die bessere Alternative. Und ich kann es auch wirklich so, Pärchen, die schon wirklich lange zusammen sind, denen würde ich das auch wirklich mal empfehlen. Sie müssen ja nichts machen. Ja, ja, es ist eine erotische Atmosphäre. Man wird vielleicht auch generell ein bisschen, kommt ein bisschen schärfer drauf. Ja, man lernt viele Leute kennen, man trifft sich ja auch später nochmal privat oder so. Man kann sich ja vielleicht sogar die ein oder andere Sache abgucken und die selbst dann mit dem eigenen Partner praktizieren. Also da muss ich ehrlich sagen, das ist da nicht so der Fall, dass man da jetzt gucken kann, was die Weltberauschendes da machen oder so. Ich dachte, da sind einzelne Gruppen, die wirklich dann ein bisschen komisch sind, wo ich denke, oh mein Gott, sowas würde ich niemals machen, ja, so mit Anketten und das hatten wir auch schon. Also es ist immer lustig zu sehen. So. Ja. Also du bist keine SM-Braut. Nein, nein, um Gottes Willen. Du bist ein ganz normales junges Mädchen. Ja, ich habe. Das Spaß am Sex hat. Genau. Aber dein Wunsch ist, das habe ich ja jetzt schon rausgehört, dass es noch ein bisschen lockerer wird. Ne? Dass dein Freund vielleicht dann auch mal sagt, okay, komm, Jenny, jetzt machen wir mal einen schönen Dreier oder Vierer. Ne? Das wäre doch in deinem Sinne. Ja, aber nur, wenn er dann halt aber auch seinen Spaß macht. Wenn er mitmacht, dann seinen Spaß. Aber man kann natürlich niemanden zwingen dazu. Nee. Und es ist ja schon für dich ein Erfolg, dass er überhaupt mit hinkommt. Und so auf dieser Basis, wie es jetzt läuft, macht es ihm auch Spaß. Ja, doch. Also er sagt auch, komm, lass uns mal wieder fahren, wenn wir länger nicht gefahren sind. Mhm. Also das macht ihm schon Spaß. Nur wenn ich dann sage, guck mal die da, oh, die ist doch hübsch, guck. Also er wird nie irgendwie alleine dann mit ihr irgendwie hochgehen oder wenn eine Frau ihn dann schon mal gestreichelt hat oder so, dann hat er direkt abgeblockt und sagte, nee, möchte halt nicht. Du hast einen ganz tollen, braven und sehr treuen Freund. Ja, ich glaube, ich merke das schon. Ja, ja, also so schlimm ist das ja nun auch nicht. Ist ja auch toll. Nein, ich finde es ja auch nicht schlimm, um Gottes Willen. Ja. Ich bin ja auch eigentlich stolz auf ihn, aber... Also wenn er gerne möchte, er könnte schon so. Wann ist der nächste Besuch angesagt? Mal schauen, nächsten Monat. Nächsten Monat, nicht also vor Ostern läuft nichts mehr. Nee, im Moment. Nee. Ja. Was kostet das eigentlich, wenn ihr da reinmarschiert? Es ist unterschiedlich. Also wir bezahlen 55 Euro.
Also hey, mit einem, das ist aber teuer. Ja, aber da ist alles drin. Das sind die kompletten Getränke, also all inclusive. Achso, ihr beide 55 Euro? Genau. Also als Paar. Getränke sind drin und kann man auch ein bisschen Happen essen da? Ja, also ein riesengroßes Buffet. Ah ja. Mhm. Also was auch regelmäßig dann wieder aufgefüllt wird. Und ja. Man geht ja mehrmals am Abend mit dem. Und alle Getränke sind frei? Alles, ja. Auch die alkoholischen sogar. Ja gut, dann kann man natürlich sagen, wenn ihr normal essen gehen würdet, kostet das Ganze auch ein... Oder Kinobesuch. Oder Kino, auch genau. Ja. Ja, also deswegen. So, Jenny. Dann viel Spaß weiterhin. Ja, und wenn sich welche gerne uns anschließen wollen, dann sollen sich doch dann, wenn es geht, irgendwie bei dir melden. Oder ah ja. Ah ja, du suchst also noch Leute, die mit euch ja, kommen. Ja, so nebenbei mal so ein bisschen. Bei Jenny, unter Jennys Fingernägeln britzelt es. Ne? Die will noch immer mehr erleben und noch tolle Sachen ausprobieren. Ich merke es schon. Jenny, schönen Gruß an deinen netten Freund. Ah, okay. Und fürs nächste Mal dann wirklich viel Spaß im Swingerclub. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Wenn ihr mich erreichen wollt, dann wählt diese Nummer, das ist eine kostenfreie Nummer. Oder mailt unter domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer drauf zu schreiben. Und fasst euch kurz, das ist gut. Dann müssen meine Leute nicht so lange lesen. Und dann geht alles irgendwie auch schneller. Und ihr seid vielleicht auch dann auch schneller bei mir hier in der Sendung. Hier ist Nadine. Nadine ist 23. Hallo Nadine. Hallo Domian. Ja, schön, dass du da bist. Ja, danke. Ich freue mich, durchgekommen zu sein. Ja, ich höre so das Lächeln in deiner Stimme. Ja, richtig. Das ist immer sehr schön. Und was geht's bei dir? Also, es geht bei mir darum, dass ich seit 3 Monaten eine Affäre habe mit einem Mann, der ja so um die 10 Jahre älter ist als ich. Mhm. Und das Ganze geht seit 3 Monaten. Und Affäre deshalb, weil er seit 3 Jahren eine Freundin hat. Aber du hast keinen Freund? Ich habe seit neuestem keinen Freund mehr, nein. Ja, hast du wegen dieser Affäre Schluss gemacht? Nee, das lief so in einem über. Also so, ich habe in meiner Beziehung Schluss gemacht und habe dann mit ihm was angefangen. Seit 3 Monaten mit ihm? Ja. Wusstest du von Anfang an, dass er in einer Beziehung ist? Ja, das wusste ich. Ja? Ist das eine sehr enge Beziehung, die er da hat? Wohnen die zum Beispiel zusammen, haben die Kinder? Nee, gar nicht. Also das ist eine Beziehung, die läuft seit 3 Jahren. Ja. Und er wohnt in Düsseldorf und sie wohnt in Köln. Naja, das ist ja nicht so weit. Nee, ist nicht so weit, aber die sehen sich relativ häufig. Also er hat mir erzählt, damals hätten sie sich nicht so häufig gesehen. Aber mittlerweile ist es wohl so, dass er quasi an 7 Tagen in der Woche, wenn er nicht hier ist an einem Tag in der Woche, dann auch zu ihr hinfährt. Er hat eine eigene Wohnung und sie auch, aber er nimmt eben diesen Weg auf sich und fährt dann dorthin. Ja. Wie oft seht ihr beiden euch jetzt? Im Schnitt einmal in der Woche. Das ist nicht so viel, ne? Nee. Die Freundin, seine Freundin weiß davon nichts? Nein, überhaupt nicht. Streng geheim, das Ganze. Er tut auch alles dafür, dass das nicht rauskommt. Also er schaltet auch regelmäßig sein Handy aus. Was ist das für eine Beziehung? Ist das eine Sexgeschichte oder ist einer von euch oder beide gar verknallt? Also es ist erstmal primär eine Sexgeschichte. Mhm. So war es am Anfang. Ja. Mittlerweile ist es so, dass ich mich wahnsinnig verliebt habe. Ich habe es mir schon gedacht. Ja. Ja, ich habe es mir gedacht. Also ich bin völlig mit dem Herz dabei. Mhm. Und das ist auch der Grund, weshalb ich anrufe, weil ich einfach nicht weiß, wie ich weiter mit dieser Situation umgehen kann. Ja, wie schätzt du das denn ein? Wenn du jetzt, ich meine, wenn man verliebt ist, sieht man alles rosarot. Und dann sieht man den anderen auch immer noch viel besser, als er eigentlich ist. Dennoch bitte ich dich mal, einen strengen Blick auf ihn zu werfen. Was meinst du? Ist da schon auch Verliebtheit da? Oder spielt er dir das nur vor? Ist primär sein Interesse der Sex mit dir? Also ich glaube nicht, dass das Interesse bei ihm nur auf dem Sex liegt. Denn wenn wir uns treffen, ist es so, ist es nicht so wie diese klassische Affäre, dieses rein und ja, mach's gut, ich bin wieder weg. Ja. Sondern wenn wir die Zeit haben, dann gehen wir auch stundenlang spazieren wir gehen essen. Ja. Und wenn wir zusammen sind, sind wir auch wie ein Pärchen. Vor seinem Freund, mit dem wir uns auch schon mal getroffen haben. Der weiß Bescheid? Der weiß Bescheid, ja. Hat er sich denn geäußert bei dir? Was das für Gefühle sind, die er zu dir hegt? Nee, er äußert sich überhaupt nicht. Gar nicht. Hast du dich denn schon offenbart und hast gezeigt, dass du schon mehr willst und empfindest? Ja, also ich hab's ihm suggeriert, sagen wir mal so. Also ich hab's ihm natürlich nicht direkt gesagt, dass ich verliebt bin und verknallt bin, weil ich ihn darauf nicht festnageln wollte. Aber er hat's kapiert schon. Ich denke, dass er's kapiert hat. Ich denke hat schon. Er da dann danach sich anders verhalten? Ist er ein bisschen auf Distanz gegangen oder ist er noch näher? Hast du den Eindruck, dass er sich darüber gefreut hat?
Also er ist überhaupt, nö, auf Distanz gegangen ist er gar nicht. Also wir haben uns weiterhin getroffen. Es wurde nicht häufiger, es wurde nicht seltener. Ja. Aber sonst hat sich eigentlich nichts getan. Also er geht da nicht drauf ein. Erzählt er etwas über seine Beziehung? Ja. Wie die verläuft, welche Qualität die Beziehung hat? Ja, er spricht nicht gut darüber. Also er kritisiert ständig, dass seine Freundin ihn zu sehr kontrollieren würde. An den Tagen, an denen er nicht bei ihr ist, würde sie ihn ständig gegen später Stunde anrufen und würde ihn kontrollieren, würde das so verpacken, als wenn sie ohne seine letzten Worte nicht einschlafen kann oder als wenn sie ihm ständig noch gute Nacht sagen muss. Und das würde ihn ziemlich nerven. Also es könnte nicht sein, dass sie ihn da ständig kontrolliert. Ja. Sagt er auch was über die... über das Liebesgefühl, ob das noch da ist? So. Also er hat mir damals mal gesagt, bevor die Affäre anfing, hat er mir gesagt, er würde nicht mehr mit ihr schlafen und es wäre alles routiniert. Aber so wäre das ja nun mal, hat er gesagt. Oh, das sagt. Oh, das wäre nun mal so. Wenn man das 4 Jahre zusammen ist, dann ist man routiniert und schläft nicht mehr miteinander. Richtig, das wäre nun mal so. Was hat er für Vorstellungen von einer guten Partnerschaft? Das weiß ich nicht. Was mir jetzt auch noch einfällt, was er ständig betont, ist, also selbst wenn ich Schluss machen würde, ich hätte da gar keine Zeit, also das wäre mir viel zu viel Stress, er hat so viel Ärger im Job und so viel zu tun und wenn er jetzt Schluss machen würde, nee, also das wäre ihm viel zu anstrengend. Was wäre ihm zu anstrengend? Dieses Schluss machen. Ich beziehe das manchmal, also ich habe mir gedacht, vielleicht liegt es daran, dass, weil sie ihn ständig kontrolliert, dass er befürchtet, wenn er Schluss macht, dass sie so eine Psychopathin ist. Die dann, weiß ich nicht, bei ihm vor der Tür steht oder ihn ständig anruft. Trotzdem, eine seltsame Einstellung zu sagen, das wäre mir viel zu anstrengend, Schluss zu machen. Ja. Das ist, finde ich, auch nicht gerade ein Kompliment für dich. Nee, es ist auch vor allen Dingen überhaupt nicht anstrengend, weil er hat eine getrennte Wohnung. Also es ist eine Erleichterung sogar, wenn man nicht mehr verliebt ist und das Gefühl hat, dass man von seinem Partner irgendwie so umkrallt wird, so wie du es gerade beschrieben hast. Richtig. Ist es ja eigentlich ein Befreiungsschlag und man ist froh, dass es gelaufen ist. Ne? Ja. So, jetzt die Frage, wie verhältst du dich weiter? Ne? Ja. Das ist die Frage, ne? Wie, ich glaube, das sind immer so Abschätzungsfragen, wenn man in so einer Dreierkonstellation ist. Wie lange man das als fünftes Rad am Wagen quasi mitmacht. Mhm. Ich finde, dass man das nicht so lange mitmachen sollte. Sage ich meinen Leuten immer, die hier anrufen. Ja. 3 Monate ist ja noch, finde ich, noch okay. Aber vor allen Dingen, wenn man dann von der anderen Seite noch gesagt bekommt, das ist eigentlich alles tot in der Beziehung, die ich da führe. Ja. Und nur schlecht über die Beziehung redet, dann stellt sich ja sehr, sehr leicht die Frage, ja, warum bist du denn dann noch da? Richtig. Ne? Und warum bist du nicht bei mir, wenn es bei mir so toll ist? Ja. Komplizierter ist es, wenn der andere sagt, ich liebe zwei. Ich liebe die Frau und ich liebe dich. Ja. Dann ist es alles noch viel komplizierter. Aber so ist es eigentlich ja einfach. Ja. Ich finde, dass du für die nächste Zeit, ich sag mal die nächsten 2-3 Monate, schon ein bisschen deine Erwartungshaltung, sagen wir es mal so, schon ein bisschen mehr formulieren könntest. Finde ich schon. Denn willst du so 2-3 Jahre leben? Nee, ich kann das auch nicht. Nee, also ich warte 6 Tage die Woche darauf, dass das Telefon klingelt und der nächste Termin ins Haus steht. Ja. Also macht mich irre. Und dann kommen irgendwann auch die Fragen, es kommen Geburtstage, es kommt Weihnachten, es kommt Silvester. Ne? Dann in der Regel zieht die Geliebte oder derjenige, der als Dritter reingekommen ist, zieht immer den Kürzeren. Ja. In der Regel. Und das ist auf Dauer, finde ich, kein Zustand. Hm. Aber ich merke schon so, wie ich dich jetzt kennengelernt habe und einschätze, dass du das auch nicht lange mit dir machen wirst lassen. Ich kann das auch gar nicht. Ja. Also ich bin gar nicht so ein Typ, der sowas aushalten kann, weil ich sehr emotional bin. Und diese Emotionalität, die kann ich nicht an den Mann bringen. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht. Du hast es ihm jetzt suggeriert, sagst du, dass du dich schon ein bisschen mehr für ihn interessierst, wenn man das noch ein bisschen klarer mal ausdrückt. Und irgendwann finde ich die Frage völlig legitim. Hey, was bin ich dir denn eigentlich? Ja. Was empfindest du eigentlich für mich? Wie wichtig bin ich dir? Also festnageln. Ja, finde ich schon. Ja, finde ich ja. Finde ich ja. Weil sonst spielt sich das irgendwann so ein und es ist dann noch viel schwieriger rauszukommen. Mhm. Wenn man so ein Theater ein Jahr mitmacht, oder manche machen das ja Jahre mit, bricht es kaum mehr auf. Dann ist es ganz schwierig. Jetzt bist du in einer Phase, wo es noch geht. Wo noch die Weichen neu gestellt werden können. Mhm. Mhm. Ja, ich habe natürlich Angst, dass diese ganze Beziehung dann abbricht. Ne? Also dann habe ich eben nicht mal eine Woche netten Sex.
sondern dann habe ich gar nichts mehr. Ja, aber es ist ja eben für dich keine reine Sexbeziehung. Es ist ja für dich mittlerweile eine zunehmende Liebesbeziehung. So, und dann ist die Frage abzuwägen, was ist schlimmer? Einmal jetzt mit Schrecken das Ganze auszuhalten, wenn er dann gehen sollte, oder so auf Raten jedes Mal verletzt und gekränkt zu werden, wenn er denn einmal da war und dann geht er wieder zu seiner Frau. Hm. Ja, das ist, finde ich, schlimmer letztendlich. Ja, ist richtig. So, Nadine, dann pack mal zu. Ich werde fest. Ich werde nageln. Alles Gute und toi, toi, toi. Ja, vielen Dank, Doris. Tschüss. Tschüss. Hier ist Sasa. Sasa, stimmt das? Sasa und Bärbel. Ja, ist richtig. Wen habe ich denn zuerst jetzt hier? Ja, die Sasa ist dran. Die Sasa, aber das klingt so nach Mann. Die Sasa ist ein Transvestit. Ist ein Transvestit. Aha. Also im richtigen Leben ein Männername, den du mir wahrscheinlich gar nicht gerne sagen möchtest. Ja, dann lass mal besser weg. Ja, verstehe ich auch. Und im zweiten Leben ein Transvestit. Richtig. Und Sasa. In Anlehnung an eine Filmfigur? Ja, ursprünglich an das Spiel Incognito, wo die vier Agenten da in Venedig spielen. Aber dann hat sich herausgestellt, dass die Sasa dort ganz anders geschrieben wird. Aber dann kam die glorreiche Erfindung, dass also hier in La Cage aux Folles, beziehungsweise in Käfig voller Narren. Diesen Film liebe ich. Das ist genial, wirklich. Ja, und da ist ja die Hauptdarstellerin, der Hauptdarsteller heißt auch Sasa, ne? Ist auch ein Transvestit. Genau. So, da habe ich daneben auch noch eine Bärbel. Wer ist das? Ja, das ist meine Frau. Das ist deine Frau? Ja, richtig. Gib sie mir mal eben kurz zum guten Tag. Ja, klar, die ist dabei. Ja. Hallo Jürgen. Hallo Bärbel. Dein Mann ist ein Transvestit. Ja. Dein Mann ist im Prinzip Sasa. Ja. Ist dein Mann immer zu Hause ein Transvestit? Zieht er sich immer als Frau an? Nein. Wann zieht er sich als Frau an? Hin und wieder. Ja, so einmal im Monat oder einmal in der Woche? Es kommt drauf an, wenn irgendwelche Partys oder irgendwelche Stammtische sind, dann schon. Ja. Wie lange seid ihr zusammen schon? Seit 25 Jahren. 25 Jahren. Habt ihr Kinder auch? Wir haben zwei Töchter. Wissen die das? Die Große, die ist 16, die ist auch mittlerweile hier dabei. Die hört mit. Die hört mit. Ja, also die weiß es. Die weiß es. Die Kleine, die wird jetzt 12 in zwei Wochen und die weiß es noch nicht. Das heißt also zu Hause so, wenn die Kinder da sind, besonders wenn die Kleine da ist, kann Sasa nicht als Sasa rumlaufen. Das geht nicht. Zu Hause überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nee. Mhm. Ja. Wann hat denn dir dein Mann das erzählt oder gebeichtet? Nach wie vielen Jahren Ehe? Das war jetzt vor knapp einem Jahr. So spät erst? So spät erst, ja. Also, dabei muss man sagen, also mein Mann, der ist seit anderthalb Jahren, geht er also raus als Sasa. Ja. Und diese Phase macht er seit 8 Jahren ungefähr mit. Und das hat er heimlich gemacht vorher? Vorher hat er es heimlich gemacht, ja. Und da habe ich nichts davon mitgekriegt. Und also wie gesagt, vor einem Jahr hat er mir das dann... Ihr habt nicht so ein Doppeltelefon, wir können nicht zu dritt reden. Ne? Du musst immer den Telefon... Man hört mit. Er hört mit und kann auch antworten jetzt? Der kann auch mitreden, ja. Ja, das war wunderbar. Dann frage ich mal ein bisschen hin und her zu Sasa. 8 Jahre heimlich, war das nicht eine irre Belastung, das vor deiner Familie und vor allen Dingen vor deiner Frau zu verheimlichen? Also am Anfang, muss ich dazu sagen, war es dann mehr der Fetisch. Und da war es noch keine Belastung. Aber mit der Zeit wurde es natürlich schon ein bisschen erdrückend, weil man möchte es eigentlich mehr oder weniger frei ausleben können. Ja, aber wo hast du es denn dann ausgelebt? In irgendwelchen Kneipen oder wie? Nee, ich hab das Glück, dass ich von meinem Job her bin ich viel unterwegs. Ich habe 100 Übernachtungen im Jahr. Also. Ach so, aber da musst du doch irgendwo heimlich auch deine Frauenkleider aufbewahrt haben. Wo hast du sie aufbewahrt? Da habe ich ein schönes Köfferchen im Auto. Im Auto? Beziehungsweise mehrere mittlerweile. Ach so, im Auto heimlich aufbewahrt? Ja, und wenn genau. Du irgendwie geschäftlich unterwegs warst, hast du dich dann in den Hotels aufgebrezelt als Frau? Genau, richtig. Und bist rausgegangen? Also ich halt da in meinem Zimmer und habe das genossen für mich alleine. Ja, wie kam das damals vor 8 Jahren? Hattest du das noch früher auch schon gespürt? Oder kam das so mehr oder weniger von heute auf morgen, dass du diese Lust empfunden hast, dich als Frau zu verkleiden, zu geben? Also wenn ich heute mich so zurückerinnere, dann muss ich sagen, es gab hin und wieder Anzeichen, aber irgendwie habe ich die nie so für ernst genommen. Mhm. Vor 8 Jahren war einfach dieser eine Zufall, dass ich in einer Umkleidekabine einen Rock gefunden habe, den irgendjemand da vorher hängen ließ. Ach.
Dann habe ich anprobiert und hat mir gepasst, dann habe ich ihn gekauft und damit fing es eigentlich an. Das ist aber verrückt. Du bist in einer Umkleidekabine und da liegt zufällig ein Rock, du ziehst ihn an und da macht es Klick bei dir und du hast das Gefühl, wow, das ist geil, wenn ich das anhabe, es gefällt mir, das ist mein Geschmack. Jawohl, genau, richtig, so ungefähr ist es abgelaufen. Das ist ja irre, das ist ja wirklich irre. So, jetzt vor einem Jahr hast du dich geoutet, hast es deiner Frau gesagt. Mhm, richtig. Bärbel, wie hast du darauf reagiert? Geschockt. Das glaube ich. Du hast ihn als ganz, du kanntest ihn Jahre, Jahrzehnte lang als ganz normalen Mann. Ja. Und dann sagt er, liebe Bärbel, ich ziehe gerne Frauenkleider an und verkleide mich als Frau. Schlüpfe gerne die Rolle einer Frau. Ja, so ganz war es nicht. Also er hat mir auch noch vorgelogen, er geht ein Wochenende mit seinen Geschäftskunden, ist er unterwegs. Ja. Und war aber dann im Nachhinein auf der GCP in Köln. Das ist so, sind so Geschlechtertauschpartys, ne? Also wo eben so Leute, die so Spaß an solchen Sachen haben, hingehen. Ja, die Gender Change Party und das war die letzte, die es gab in Köln. Ja, ja. Und er kam am Sonntagnachmittag zurück. Ja. Und am Nachmittag selber hat er mir dann am PC hat er gesagt, du Schatz, ich war nicht mit Kunden unterwegs, ich war da und hat mir dann ein Bild gezeigt. Von sich? Von sich als Sasa. Und das war also hammerhart. Wie sah er oder sieht sie aus als Sasa? Beschreib es mal. Sieht sie immer gleich aus oder verwandelt sie sich gerne? Nee, also eigentlich damals war es für mich so, na gut, es sah nicht schlecht aus, aber mittlerweile hat sie eine neue Perücke und... Blond? Rot. Sieht nicht schlecht aus, ne? So dunkelrötlich. Dunkelrötlich, große, lange Haare, so also aufgedonnert alles oder eher ein Kurzhaarschnitt? Nee, schulterlang, nicht aufgedonnert, schulterlang. Also absolut nicht, also normal. So, jetzt bist du geschockt, das ist ja noch völlig klar, versteht jeder. Aber was kam nach dem Schock? Erstmal nochmal ein ganz, ganz tiefes Loch. Ja. Und das ging so 2 Wochen, bis ich mich dann so langsam... dann wieder hochgerabbelt habe und dann ging ich dann mit ihm so auf Stammtische und so weiter, allerdings noch nicht als Sasa. Ich habe gesagt, also ich kann... Also Moment, also Stammtische heißt, du bist mit ihm gegangen, wo andere Transvestiten waren. Ja. Um dich ein bisschen vertraut zu machen mit dieser Szene, mit der Welt. Ja, ja. Was ja schon toll ist und interessant, dass du als Ehefrau nicht völlig dicht gemacht hast, sondern hast gesagt, ich schnupper da mal rein, ich gucke mir das mal an. Du gehst zwar noch als Mann mit, aber wir gehen zusammen da mal hin. Ja. Es hat mich interessiert und ich liebe meinen Mann und... So, und heute redest du ganz entspannt. Daraus schließe ich, dass du das akzeptierst. Seine Leidenschaft, die er da parallel zu dem normalen Leben entwickelt hat. Ja gut, ich akzeptiere es, aber es kommen immer noch Zeiten, wo ich immer noch wieder irgendwie runterkomme. Mhm. Also so ganz, ganz klar und geklärt ist es noch nicht. Nee, also ich denke dann immer, also warum muss das sein? Haltet ihr das, Frage an Sasa, haltet ihr das so ganz geheim, so für Nachbarn und Verwandten und sowas? Also die älteste Tochter weiß es und wir sind uns im Augenblick ganz stark am Überlegen, welchen Kreis wir noch mit einbeziehen. Mhm. Schwester von Bärbel weiß es mittlerweile und ihre Tochter. Ja. Und ein geniales Erlebnis war mal, wo es mein Vater gesehen hat. Allerdings haben wir ihm das noch nicht genau erklärt, was es eigentlich damit auf sich hat. Forschungsmäßig war es schon damit. Dein Vater, Sasa, hat dich gesehen als Frau quasi? Genau, richtig, aber hat mich nicht erkannt. Wo hat er dich gesehen? Ja, ich habe mich zurechtgemacht und hatte einen Termin, ein Date, wo wir eine Besprechung hatten. Ich bin hier ein bisschen aktiv in der Gegend, bei Karlsruhe ist das. Ja. Und hilft da bei diesem Trans-Talk heißt es, bei dem Stammtisch da ein bisschen mit. Und da war halt eine Besprechung. Ja. Ich habe mich zurechtgemacht, wollte losfahren. In dem Moment steht mein Vater vor meinem und dann musste ich irgendwie Stellung beziehen. Aber er hat dich doch nicht erkannt. Nee, hat mich absolut nicht. Nee, hatte ich hier keinen. Aber du hast dich auch nicht zu Hause zurecht gemacht, wieder irgendwo in einem Hotelzimmer oder wo? Nee, das war in der Firma, wo ich mich da zurecht gemacht habe. In der Firma, das war auch, aber da war sonst keiner, der dich da hätte entdecken können. Bin da dann das allein. Ist ja schrill, dann gehst du an deinem eigenen Vater vorbei, aufgebrezelt als Sasa, der guckt dich an und weiß gar nicht, das ist mein Sohn Holger oder wie immer du auch heißen magst. Genau, so ungefähr. Nur das Problem war, ich stieg natürlich in das Auto ein, was er kennt. Ach so, jetzt denkt er wahrscheinlich,
du, Sasa ist die Geliebte von seinem Sohn. Oder so, ne? Das ist ja völlig verdreht alles. Es wäre durchaus denkbar, dass in der Richtung. Weißt du, was sehr lustig gewesen, sehr lustig wäre gewesen, wenn dein Vater dich als Sasa angegraben hätte. Das wäre spaßig gewesen. Ja, das wäre echt gewesen, vor allen Dingen, weil er ja doch etwas über 70 mittlerweile ist. Sehr lustig, ja. Bärbel, wie ist das denn jetzt so mit den Klamotten? Erträgst du das, dass seine Frauenkleider jetzt bei euch in der Wohnung sind oder hat er die immer noch im Köfferchen im Auto? Die hat er mittlerweile in mehreren Koffern, so drei und so weiter, aber wir tauschen mittlerweile auch Klamotten aus. Und die sind auch im Haus? Teilweise. Teilweise, und das macht hier nichts aus? Ganz wichtig nee. Ist auch... Nee. Sie trägt sogar Sasas Klamotten mittlerweile. Sie trägt sogar die Sasa-Klamotten? Waschen. Ach, waschen. Geht ihr denn auch zusammen einkaufen und kauft zusammen Frauen Sachen ein? Ja, machen wir auch. Also mein Mann geht mittlerweile liebend gern shoppen. Ja. Hat er früher nie gemacht. Ja. Aber wir können mittlerweile stundenlang können wir in den Läden unterwegs sein. Ja. Kannst du denn jetzt, Bärbel, auch mit ihm ausgehen, wenn er eine Sie ist? Also gehst du mit Sasa auch weg? Ja, also zu den Stammtischen oder zu diversen Partys und so weiter. Das ja. schon. Ist dir das nicht ganz, ganz befremdlich, dass dein Mann, dein Kerl, sage ich jetzt mal, plötzlich neben dir steht als Frau? Kannst du dann auch ihn noch anfassen und zärtlich mit ihm sein oder bist du da doch ein bisschen gehemmt? Nee, das geht mittlerweile. Das geht. Mhm. Ja. Ich weiß, es ist mein Mann und er bleibt mein Mann und er hat keine anderen Ambitionen. Ja. Und das ist dann für mich in Ordnung. Wäre dein Wunsch, Sasa, frage ich jetzt, dass du als Sasa, also in einem gewissen fraulichen Outfit, auch mit deiner Frau Sex haben würdest wollen? Also, da habe ich mir eigentlich noch gar keine großen Gedanken drüber gemacht. Ja. Weil die Zeiten, wo die Sache als Fetisch zu sehen war, ist bei mir relativ lange her. Mhm. Und da mache ich mir wenig Gedanken drüber. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, wenn sie sagt, dass wir es machen wollen, dass sie dann sagt, okay, ist in Ordnung. Alleine, aber mehr oder weniger aus dem Grund heraus, weil ich dann einfach die Gelegenheit habe, die Sasa ein bisschen mehr zu leben. Würdest du, Bärbel, könntest du das? Dass du kannst du dir eine erotische, sexuelle Situation mit deinem Mann vorstellen als Sasa? Eigentlich weniger. Weniger. Ja, da muss man dann auch die Grenzen ziehen, Sasa. Ne? Ich finde ja schon, dass Bärbel toll, großartig reagiert hat. Manch eine Ehe ist da an solchen Sachen dann zerbrochen. Also in unserer Szene wird sie also immer bewundert und ich werde bewundert. Glaube ich. Ganz und toll. Dennoch hast du gerade ja auch gesagt, Bärbel, so ganz einfach ist es immer noch nicht für dich. Nee. Es wird auch so bleiben. Also ich werde immer wieder mal in ein Loch fallen und. Ja. Aber ist es nicht so, dass du sagst, ich will mir Hilfe von außen holen? Oder wäre das auch eine Möglichkeit, dass du so zur Stabilisierung vielleicht mal eine Beratungsstelle aufsuchen würdest wollen? Nö, eigentlich das nicht. Das macht ihr untereinander so aus. Ah ja. Ich mittlerweile genug Gesprächspartner. Ja. Also ich möchte noch mal ein dickes Kompliment an dich machen, Bärbel. Ich finde das wirklich ganz toll. Danke. Ganz, ganz toll. Und auch ganz toll, dass ihr euer Leben da so arrangiert und jetzt auch die ältere Tochter schon einbezogen hat. Was hat die denn übrigens spontan gesagt, als sie es erfahren hat? Spontan hat sie gesagt, krass, aber wir können sie gerne mal rübergeben. Die ist da. Ja, nee, ach, lass mal. Ist schon okay. Also wenn sie krass gesagt hat, verstehe ich schon. Aber sie hat sich dann auch damit arrangiert. Ja. Sie war mittlerweile öfters auf so einem Stammtisch mal mit dabei. Doch, und gibt's, wenn sie da ist, gib sie mir mal eben kurz. Hallo. Hallo, mit wem rede ich? Mit wem spreche ich? Alissa. Mit der Alissa. Alissa, nur eine Frage an dich. Als du das erfahren hast, dass dein Papa so eine Ambition hat, so einen Spaß hat, sagt deine Mama gerade, hast du gesagt, krass. Wie siehst du es heute? Oh, ich finde es eigentlich recht cool, mit ihm auch Klamotten einkaufen zu gehen und so. Ja, genau. Tipps von ihm bekommen. Also du schämst dich nicht für deinen Papa, dass der sowas macht? Nee, gar nicht. Und du hast ihn genauso lieb wie vorher und alles ist im guten Bereich? Ja. Wunderbar. Dann soll es auch so bleiben. Ich wünsche euch dreien und eurer ganzen Familie alles Gute und sage nochmal ein dickes Kompliment an die Bärbel. Finde ich ganz toll, wie ihr das macht. Super, danke schön. Alles Liebe euch. Tschüss. Tschüss. Ja. Tschüss. So, 0800 220 5050. Das ist heute unsere letzte Sendung vor der kleinen Osterpause. Wir sind wieder da am 19.04. Das zwischendurch mal so als Info an euch. Aber jetzt haben wir ja noch eine knappe halbe Stunde Zeit und ich freue mich auf Ina. Ina ist 40 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Erstmal Glückwunsch zu den beiden Büchern, die du rausgebracht hast. Dankeschön, vielen Dank.
völlig klasse, wobei ich das erste besser fand als das zweite mit Helga von Sinn. Mit Hella von Sinn, Hella ja. Hella von Sinn, genau, ja. Ich sehe hier gerade, da ist auch noch Marc bei dir. Richtig, mein Mann. Das ist dein Mann. Ja. Ihr beiden seid 40 Jahre alt. Ich ein bisschen älter als er, richtig. Ja. Und hätten wir kein Problem, würden wir, glaube ich, auch nicht angerufen haben. Was ist der Grund des Anrufes? Es geht darum, wir sind seit knapp 3 Jahren verheiratet. Mhm. Wir haben recht schnell geheiratet, nach 10 Monaten. Mhm. Und erst klappte es sexuell furchtbar klasse, prima gut. Und dann kehrte irgendwann der Alltag ein und bei mir fiel die Lust ab, wie bei einem Sonnenbrand irgendwie die Haut. Ach, das heißt also relativ schnell. Relativ schnell, relativ ja, schnell. Also 3 Jahre verheiratet, was würdest du sagen, so nach einem Jahr schon, oder? Ja. Nach einem Jahr? Ja. Mhm. Keine Lust? Und keine Lust auf deinen Mann oder generell keine Lust auf Sex? Das ist jetzt nicht wirklich so die richtige Frage. Ich habe Lust eigentlich auf meinen Mann. Ich liebe ihn wirklich über alles. Er ist mein Traummann schlechthin. Ja. Und ich tue wirklich alles für ihn. Mhm. Aber es ist eben das Sexuelle, worauf ich überhaupt keine Lust mehr habe. Und die Erklärung, die ich für mich habe, ist, dass er seit circa 1,5 Jahren mich eben verbal auch sehr unter Druck setzt und mit mir sehr zusetzt. Deshalb? Und deshalb? Da überhaupt nicht mit zurechtkomme. Setzt er dir deshalb? Setzt er dich deshalb sehr unter Druck? Ja. Wegen der Sexualität? Ja. Gib ihn mir doch mal, wir reden gleich weiter. Wir sprechen auf 2 Telefone. Achso, wir können, das ist sehr praktisch. Hallo Marc. Hallo Domian. Ja, das ist schön, das ist praktisch, ja. Als wenn man das Telefon immer hin und her geben muss. Ganz praktisch. Was, auf jeden Fall, wir sind seit 3 Jahren verheiratet und seit ungefähr 1,25 Jahr, vielleicht noch 1,5 Jahr, ist Folgendes passiert, dass meine Frau wirklich absolut lustlos ist. Mhm. Und als Mann, sage ich mal so, ist ja irgendwo auch ein Gieb auf das weibliche Geschlecht irgendwo da. Ja. Zum einen bin ich auch zum zweiten Mal verheiratet. Lass mich mal fragen, du sagst, sie ist lustlos. Heißt das, dass ihr so gut wie gar keinen Sex mehr habt oder ganz selten und dann nur Routine? Ich sag mal so, also geschlechtlich gesehen alle 3-4 Monate mal. Das ist nicht viel. Und jetzt hat sie gerade gesagt, du setzt sie sehr unter Druck. Was meint sie damit? Sie meint damit, also sie sagt hier, anpacken, Brust, Geschlechtsteil. Also ganz, ganz schnell und unter Motto, so sieht sie das. Aber auch andersrum, wenn ich sie streichle oder so, am Rücken oder so, sie baut keine Lust mehr auf. Ja. Richtig. Andersrum muss ich auch sagen, sie befriedigt mich dann halt andersrum, sei es hier ein Blowjob oder Handmassage oder sowas, aber das Geschlechtliche, das ist da nicht mehr da. Ina, du hörst mich, ne? Ja, wenn du ihn auf andere Art dann befriedigst, ist das eine Serviceleistung oder macht es dir Spaß? Sowohl als auch. Es macht mir Spaß, ihm Freude zu bereiten. Okay, aber erregt es dich sexuell auch? Nein. Kannst du es erklären, warum du... Ja, weil es ist für mich einfach eine Erklärung, als eben Abflaute irgendwo. Ich muss anders anfangen. Wir haben am Anfang ziemlich abgedrehte Sachen irgendwo gemacht. Jetzt frag bitte nicht speziell irgendwie, was da abgegangen ist, aber war schon ziemlich heftig irgendwie. Ja. Dinge, die er eben auch noch nicht erlebt hat und ich auch nicht. Und es war so eine Probephase irgendwie. Und Marc hat in meinen Augen dann erwartet, so, hallo, jetzt geht's genauso weiter. Und da war ich aber nicht bereit zu, das war für mich, wie gesagt, eine Probephase, wo ich für mich eben auch erkannt habe, da habe ich auf Dauer einfach keinen Bock drauf. Hat Marc, hast du das denn erwartet, dass es dann so heftig weitergeht? Oder hättest du dich auch arrangiert, wenn es in eine normale Bahn wieder läuft? Ja, irgendwie, man hat sich immer weiter hochgeschaukelt. Das heißt, also Sex ins Freien, das ging ja weiter über den Swingerclub und... Ach so, also alle Sachen, weil ich vorher nie erlebt habe, mit dem Swingerclub. Sie kamen, die haben es irgendwo gesehen, in den Medien, sie sind in den Swingerclub gegangen, aber vorher auch mit einer Absprache irgendwo, also mit anderen nicht. Also Partnertausch oder sowas gibt es nicht. Okay, eine ganze Menge Experimente.
eine ganze Menge experimentiert. Wärst du denn zufrieden damit, wenn es zumindest wieder eine normale Sexualität gäbe? Wird dir das ausreichen? Wen fragst du gerade? Hier frage ich den Marc. Teils ja, weil der Gieper absolut da ist, aber irgendwo, weil man jetzt so viel erlebt hat, hat man irgendwie auch das Verlangen, irgendwas auch wieder, wie so ein Steigerungseffekt ist das ja auch. Und Ina, bei dir ist Schicht im Schacht. Du hast da keinen Bock mehr drauf, auf sowas. Nee. Ja? Für dich wäre, wenn überhaupt, eine normale Sexualität wieder interessant, nicht diese ganzen Auswüchse. Richtig. Also ich stehe auf dem Standpunkt, ich kann über nichts urteilen, was ich nicht probiert habe. Und deswegen Swingerclub, Sex im Freien mit was weiß ich, am Baum anbinden und so ein Gedönse halt. Ich möchte jetzt wirklich nicht ins Detail gehen. Aber ich ahne schon. Oder ist da etwas passiert, was irgendwas kaputt gemacht hat in dir? Ja, und Marc hat es halt immer dann, oder dann irgendwann, er hat es verlangt. Und dann kam auch so ein Spruch irgendwie, dann musst du dich halt dazu zwingen und dann musst du dich überwinden. Mhm. Und der Spruch, der hängt mir so irgendwo quer noch wie ein Hühnerknochen im Hals. Also jetzt reden wir erst ein paar Minuten miteinander. Ja. Also ich habe jetzt schon kapiert, dass da der Marc ist, der sexuell weiter experimentieren will und weiter vielleicht auch auf die abgedrehte Schiene gehen möchte. Und da ist die Ina, die zurückgehen will und wieder in eine Normalität finden möchte. Richtig. Und das ist natürlich wirklich ein großes Problem, wenn da stehen zwei ganz konträre Sachen gegenüber. Eine ganz konträre Sachen. Du bist einfach gut. Wie befriedigt ihr denn eure Sexualität? Geht ihr fremd? Nein. Das nicht? Also betreibt ihr Selbstbefriedigung? Ich nicht. Du nicht? Noch nie gemacht. Warum nicht? Mit 14 oder 16 irgendwann im Internat mal. Ja. Und habe für mich erkannt, das ist nicht mein Ding, weil für mich zum Sex oder zum Liebe machen, zwei Personen gehören. Ja, aber du hast doch dann auch sicher einen gewissen Drang nach Sexualität oder empfindest du den gar nicht so stark im Moment? Jürgen, glaub es mir, nein. Nein. Aber das ist wahrscheinlich bei dir, Marc, ganz anders, ne? Richtig. Ja. Aber mittlerweile, es ist ja noch nicht mal der Drang zum Experimentieren oder Außergewöhnlichen. Nur, dass überhaupt wieder eine Sexualität aufgebaut wird. So, ihr beiden, jetzt habe ich die ganz große Sorge, dass ich habe auch verstanden, dass ihr euch sehr liebt. Ja, ne? Tun wir. Ja, es ruft der Nächste an. Ich habe die ganz große Sorge, wenn nicht etwas passiert, dass eure Liebe beschädigt wird aufgrund dieses Problems. Weil solche gegensätzlichen Dinge da aufeinander prallen, da muss etwas passieren. Es ist gut, finde ich, dass ihr angerufen habt. Jürgen, soll ich mich zwingen zu irgendwas? Nein, genau das nicht. Du sollst dich nicht zwingen. Da habe ich keinen Bock drauf. Nein. Ich will nicht wirklich um des lieben Friedens willen, ich sag's jetzt mal ganz platt, irgendwo die Beine breit machen. So, genau so sehe ich's. Mir einen Vibrator irgendwo reinkloppen, in den Swingerclub gehen oder irgendwelche anderen. Das ist auch nicht das Ziel, das ist meine Ansprache gewesen, dass ich sage, du musst dich jetzt zwingen oder ihr, das kann man nicht in 10 Minuten Gespräch lösen, euer Problem. Ihr beide müsst, und ihr seid ja sehr bereit dazu, das merke ich, ihr redet ja toll und seid auch offen, geht bitte in eine Eheberatung oder Sexualberatungsstelle. Supi klasse, Jürgen. Weißt du, was die Krankenkasse da mittlerweile übernimmt und weißt du, was da so eine Privatstunde kostet? Da bist du unter 80 Euro gut dabei. Habt ihr euch schon erkundigt? Ja, natürlich. Und unter 10 Sitzungen geht da mal gar nichts. Und 800 Euro, ich meine, gut, eine Ehe, sage ich jetzt mal groß zu retten irgendwie, für 800 Euro ist immer noch ein Spottpreis, aber 800 Euro mal kurz aus dem Kreuz zu leiern, das ist eine Menge Kohle. Dennoch möchte ich, dass ihr gleich nochmal mit meiner Psychologin redet. Okay. Es gibt mit Sicherheit, ich bin ganz sicher, auch noch andere Möglichkeiten der Hilfe, die nicht in dieser Preiskategorie sind. Generelle Frage an euch beiden, wärt ihr dazu bereit? Ja. Auf jeden Fall. Ja, ne? Ja. Im Prinzip läuft es genauso ab wie bei uns jetzt. Da sitzt ein anderer Mensch und man redet zu dritt miteinander und versucht irgendwie eine Klärung erstmal zu finden. Ich würde es euch wirklich so dringend empfehlen, weil es wäre so schade, dass wenn... Ich glaube, da staut sich auf Dauer etwas an, was irgendwann explodiert und dann leidet eure Beziehung darunter. Eure Liebe darunter. Da habe ich Angst, ganz ehrlich. Ja. Wäre es denn, das will ich dennoch Marc fragen, Marc, Ina sagt, ich kann mich nicht zu so etwas zwingen. Wärst du denn bereit, etwas zurückzuschrauben und zu sagen, okay, ich lasse mich auf diesen einfachen, vielleicht eher sanfteren Sex wieder ein? Auf jeden Fall. Du musst mal so sehen, Domian, ich bin jetzt ein Vierteljahr oder sowas.
ich sag mal, da ist vielleicht viermal noch was Geschlechtliches gelaufen. Ja. Und da bin ich überall drauf eingegangen, weil mir die Ehe absolutes Wert ist. Ich liebe meine Frau absolut. Ja. So, und ich möchte ja auch die Ehe retten. Mhm. Deswegen ist auch ein Fremdgehen oder sowas absolut nicht da. Also überhaupt nicht im Kopf drin. Ja. Also eigentlich optimale Voraussetzungen. Ja. Ihr beiden wollt, ihr liebt euch, ihr seid bereit, ihr seid offen, ihr haltet nicht hinterm Berg mit Sachen. Also optimale Voraussetzungen eigentlich für so ein Gespräch. Mhm. Ihr kennt das Prozedere wahrscheinlich, ihr legt es auf und werdet von meiner Psychologin, der Claudia, zurückgerufen. Mhm. Und dann überlegen wir zusammen, das heißt ihr mit ihr, ob es nicht doch irgendeine andere Möglichkeit gibt. Das war der Wecker für die Waschküche, Entschuldigung. Nicht schlimm. Okay, so machen wir es. Jürgen? Ja? Zwei Sachen noch. Bitte. Ich hoffe, du fährst auf Tritop noch ab und hast es schon probiert? Du meinst dieses Getränk Tritop? Ja. Ja, da fahre ich drauf ab, ja. Super schön. Und dann wollte ich dich noch fragen, ob es noch irgendwann ein drittes Buch geben wird. Ja, in der Tat sind wir gerade am Überlegen. Und wenn es soweit ist, werden wir es frühzeitig kundtun. Allein geschrieben dann oder wieder mit jemandem? Wahrscheinlich alleine. Supi, klasse, freue ich mich drauf. Okay. Ich wünsche dir was, viel Erfolg weiterhin. Ich gucke dich bestimmt höre dich seit 6 oder 7 Jahren. Und ohne dich geht für mich die Nacht nicht zu Ende. Hey, das ist ein tolles Kompliment. Okay. Nicht, dass der Markt da eifersüchtig wird. Na Quatsch, Schnickeschnack. Okay, vielen Dank für die Beratung. Dankeschön. Ich drücke dich nach Köln. Ich drücke zurück. Bis und dann, alles Gute. Tschüss. Hier ist Sina. Sina ist 17. Guten Morgen. Hallo Sina. Hallo. Hallo. Oh, du hast noch deinen Fernseher oder dein Radio an? Ja, den Fernseher habe ich noch an. Ich mache ihn jetzt aus. Siehste, habe ich doch gleich schon gehört im Hintergrund. Ja. So, Sina ist 17. Ja. Stimmt, ne? Ja. Und weswegen hast du angerufen, Sina? Ja, und zwar, ich habe das Problem, also ich habe seit 3 Jahren einen Freund, mit dem bin ich jetzt auch, seitdem ich 14 bin, zusammen und ich bin auch eigentlich super glücklich mit dem, aber ich bin seit den Sommerferien, haben wir ein Mädchen bei uns auf der Schule gekriegt, kam bei mir in eine Klasse, ich habe mich von vornherein super gut mit der verstanden. Mhm. Ja, und dann hat mir ihr Bruder vor 2,5 Monaten mal erzählt, dass sie wohl lesbisch ist. Und dann habe ich sie mal drauf angesprochen, sagte, ja, das ist richtig. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich, ich weiß nicht, die hat mir immer super gut gefallen. Und dann habe ich gedacht, ja, ich weiß nicht, aber irgendwie ist es dann dazu gekommen, dass wir uns erst geküsst haben. Ja, und dann, ich weiß nicht, wir haben uns jeden Tag getroffen und dann wurde das immer mehr und irgendwann sind wir dann auch mal intim geworden und das geht jetzt seit 2 Monaten so und ich will meinen Freund nicht verletzen, weil ich hatte schöne 3 Jahre mit ihm, aber ich will auch nicht Caesar, also die Freundin, verletzen, weil das ist super gute Freundin von mir und wir sind in einer Klasse und sind auch noch länger. Würdest du jetzt sagen, dass du ist sie so alt wie du übrigens? Auch 17? Ja, so alt wie ich. So alt wie du. Würdest du sagen, dass du auch in sie verliebt bist? Ich kann halt nicht so richtig einordnen, weil ich weiß nicht, ich muss dann immer so oft an meinen Freund denken und ich habe die also super lieb, aber ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist. Lass mal diesen Begriff verliebt weg. Auf jeden Fall magst du sie sehr gerne. Du bist gerne mit ihr zusammen. Ja. Auch die Erotik und Sexualität macht dir Spaß. Ja, das ist mal was Neues, macht mir und, so Spaß. Und kommt das auch öfter vor oder war das nur damals so am Anfang mal so eine Ausprobiererei oder ist das regelmäßig? Nee, die ersten 2 Wochen war halt immer nur, dass wir dann irgendwie rumknutschen waren und alles. Ja. Und dann nach 2 Wochen, da waren wir mal alleine, da habe ich bei ihr geschlafen gehabt und dann sind wir dann auch intim geworden. Und seitdem häufiger? Danach hatten wir darüber gesprochen gehabt und habe ich gesagt, hat sie mich gefragt, ob mir das wohl gefallen hat. Ich habe gesagt, das hat mir gefallen und... Ja. Hast du, während du mit deiner Freundin Sex hattest, an deinen Freund gedacht? Nee, zu dem Zeitpunkt nicht richtig. Später hatte ich wohl morgens gedacht, scheiße. Ja, klar, da hat man ein schlechtes Gewissen, das ist schon klar. Wenn du mit deinem Freund schläfst, denkst du dann an den Sex mit der Freundin? Nee, eigentlich auch nicht. Dann denke ich danach nur immer, nachdem ich mit ihr geschlafen habe, denke ich an ihn und nachdem ich mit ihm geschlafen habe, denke ich an sie. Sie weiß aber, dass du einen festen Freund hast. Ja, das weiß ich. Und das ist für sie kein Problem. Sie sagt zwar immer, ob ich mir jetzt so mit meinen Gefühlen im Klaren bin. Ich sagte nochmal, nee, ich brauche noch Zeit. Mhm. Ich habe auch die ersten 4 Wochen gedacht, ja, dann lasse ich das jetzt erstmal. Da ergibt sich schon irgendwann, mit wem ich jetzt zusammenkomme. Mhm. Wenn du jetzt vergleichen solltest, mal so ganz ganz streng überdacht, die sexuellen Erlebnisse mit der Freundin und die Sexualität mit deinem Freund. Was macht dich mehr an? Ja, also... Ganz ehrlich, jetzt versuch mal ganz ehrlich zu antworten.
Ja, zur Zeit eigentlich mit der Ziesa, also. Mit der Freundin. Ja. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, früher habe ich nie darüber nachgedacht, überhaupt, dass ich irgendwie bi sein könnte oder lesbisch oder sonst was. Mhm. Nie, aber jetzt irgendwie, ich weiß nicht. Weißt du, Sina, das ist ein doppeltes Problem, was du da am Hals hast. Ja. Einmal das Problem, dass du dich, jetzt egal, ob das eine Frau oder ein Mann ist, auf eine Zusatzbeziehung eingelassen hast. Ja. Und so mit deinem Freund wirklich fremd gehst und nicht treu bist. Ja. Ja, das ist schon mal nicht in Ordnung. Ja. Das andere Problem ist, dass du, ist ja auch klar, du bist ja erst 17 Jahre alt, dass du so eine Identitätskrise ist auch hast. Was bin ich eigentlich? Bin ich jetzt hetero? Bin ich lesbisch? Bin ich bi? Und das steckt man ja auch nicht so einfach weg. Das ist ja eine Phase, in der du dich jetzt im Moment auch noch ausprobierst. Mhm. Ne? Das ist die Problematik, in der du dich befindest. Ja. Die Sache mit dem Freund ist natürlich schon, finde ich, schon gravierend. Wie soll das jetzt weitergehen? Du kannst es ja nicht beides parallel laufen lassen. Vor allen Dingen stell dir mal vor, der kommt irgendwann dahinter, dann stehst du schön doof da und vor allen Dingen hast du ein schlechtes Gewissen permanent. Und zu Recht ja auch. Du hast ja eine andere Beziehung. Ja. Du lässt dich sexuell mit einer anderen Person ein. Wobei mir das jetzt erstmal egal ist, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Auch wenn es ein Typ wäre, wäre es genauso, finde ich, wie jetzt mit der Freundin. Ja, also ich habe ja auch gesagt, sie soll jetzt keinem erzählen und ja, aber du kennst das, ne? Auch keinem erzählen. Ja, aber alles sickert vielleicht irgendwie doch mal durch und also da würde ich mich nicht drauf verlassen. Aber es geht ja auch um dein eigenes Gewissen. Du sagst ja selbst, dass du ein schlechtes Gefühl hast, wenn du mit ihr geschlafen hast am anderen Morgen oder ein paar Stunden später und machst dir da Vorwürfe. Also über kurz oder lang muss eine Klärung passieren bei dir oder muss eine Entscheidung fallen. Du musst eine Entscheidung fällen. Und wenn es die Entscheidung wäre, deinem Freund das zu offenbaren, was meinst du denn, wie der darauf reagieren würde, wie der damit umginge, wenn du das sagen würdest, hier, pass auf, da ist was gelaufen zwischen mir und der Freundin? Ich weiß nicht, ich glaube, der wäre ziemlich fertig, weil, ich sag mal so, der hat ein ziemlich super Verhältnis so zu meinen Eltern und der wird denen das natürlich auch sofort erzählen und das wäre mir auch peinlich. Mhm. Also ist ja auch eine lange Zeit. Ihr seid 3 Jahre zusammen, da warst du erst 14, ist es deine erste lange Beziehung, klar. Ja. Überhaupt dein erster Freund? Ja, nee, nicht ganz. Also früher schon mal so kleine Sachen. Bisschen. Ja, ja, klar. Mhm. Also ich finde, Sina, da gibt es keine goldene Lösung, keine unproblematische Lösung, sagen wir es so. Ja. Du musst jetzt bald, finde ich, auch eine Entscheidung für dich treffen. Entweder lässt du es gänzlich sein mit der Freundin? Ja. Oder du sagst es deinem Freund oder du trennst dich von deinem Freund. Das sind die 3 Modelle, die möglich sind. Ich würde es auf keinen Fall weiter so nebenher laufen lassen. Nee, ich glaube, das macht sie auch nicht länger mit, weil sie hat auch gesagt, dass sie jetzt wohl mehr Gefühle für mich hat und ich glaube, das wird sie auch nicht unbedingt mitmachen wollen. Ja, ja. So, und jetzt, diese Heimlichtuerei. Und jetzt stehst du halt vor, das ist jetzt dein Ding, da kann ja kein Mensch helfen. Du musst für dich jetzt eine von diesen Möglichkeiten wählen. Von den Entscheidungen. Das ist dann halt auch schwierig. Aber ich glaube, letztendlich fühlt man sich dann auch gut, wenn man eine Entscheidung gefällt hat. Weil der jetzige Zustand ist nicht in Ordnung. Ja, das stimmt schon. Jetzt bitte ich mal meine Regie nochmal auf einen Knopf zu drücken, weil die Hälfte meines Kopfhörers nicht mehr funktioniert. Ich danke herzlich. Liebe Sina, ich wünsche dir eine gute Entscheidung und auf das dann das auch das Richtige entschieden wird für dich. Ja, okay. Tschüss. Dankeschön. Und hier ist Jenny, 21. Heute hatten wir schon mal eine Jenny, die war 21. Hallo, hallo Jenny. Hallo. Du bist es aber nicht von vorhin. Nein. Ich bin auch eine ganz andere Jenny. Eine ganz andere Jenny, aber auch 21. Ja, auch 21. Ja. Und was geht's bei dir? Also, Gott, oh Gott. Also es geht um meinen Freund, der ist auch 21. Wir sind seit 4 Jahren zusammen. Mhm. Wir heiraten am Ostersonntag. Es ist schon alles geplant. Wir haben eine 6 Monate alte Tochter. Ja. Und ich habe vorgestern im Internet gestöbert und habe halt gesehen, dass er bisexuell ist. Das heißt, er steht auf Jungs unter anderem, hat halt, ich habe halt gesehen im Verlauf vom Internet, dass er halt auf einer Schulenseite war. Mhm. Da habe ich dann seinen Nickname rausgekriegt. Das sind ein paar Klicks. Ja. Und ja, da habe ich mir das Passwort schicken lassen, von dieser Seite halt. Ja. Und habe mir sein Profil angeschaut. Mhm. Da steht dann halt sein Nickname und ja, das sind seine ganzen Daten. Und dass er halt auf, was weiß ich, Telefonsex, das sage ich ja nichts, aber dann halt unter anderem auch Live-Sex.
Also er würde sich unter anderem mit Männern treffen und das, mit ihnen Sex haben. Das hat er also gemacht in der letzten Zeit? Das hat er. Offensichtlich. Also es steht in dem Profil, dass er das gerne macht. Ja. Dass er die Leute sucht. Du hast in all den vier Jahre, ne, seid ihr zusammen? Ja. Überhaupt gar keine Andeutung erlebt bei ihm? Es gab Andeutungen, aber da habe ich gedacht, das war eine Zeit in seiner Jugend, da probiert man viel aus, Pubertät, hin und her, ich habe Bravo gelesen, ich kenne mich da aus, dass die dann auch sagen, man soll sich da nicht einbilden, da ist man nicht gleich schwul. Ja, ja, ja. Also er hat mir mal gebeichtet, er hat mit seinem besten Freund Sex gehabt. Ich kenne ihn auch, inzwischen sagt er auch, also da läuft überhaupt nichts mehr und ich glaube es ihm auch. Was aber jetzt für war es wirklich ein Zufall, dass du jetzt gerade im Internet in eurem PC rum... Ja, ich hab damit abgeschlossen. Also er hat mir das mal gebeichtet, ist schon ewig lange her, dass er in seiner Jugendzeit, bevor es mich gab, quasi sein erstes Mal mit einem Junge hatte. So. Ja. Und er fing auch sogar an, ja, es hat ihm nicht so richtig Spaß gemacht, aber... Ja. Aber du bist durch Zufall jetzt durch Zufall auf diese Fährte gekommen. Ja, wirklich, ich habe Verlauf geblättert, habe eine Seite gesucht, sehe dort Gay-Chat. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Bin da drauf gegangen und habe halt... Verstehe. Ja. Hast du ihn denn jetzt auf diese Entdeckung schon angesprochen? Ja, habe ich gemacht. Aha, also, und? Ja, er hat halt gesagt, mit wem soll ich denn sonst chatten? So, das ist mir ja schon blöd. Es gibt auch, was weiß ich, andere normale Chats. Das ist schon eine ziemlich blöde Antwort, ne, finde ich. Ja, mit wem soll ich denn sonst chatten? Ja. Und da habe ich gesagt, ja, aber ich meine, ich habe wirklich nichts gegen Schwule, Bisexuelle. Ich bin ein ganz toleranter Mensch, auch Transvestiten, alles. Hast du aber ihn nicht denn, gerade mein Freund. Hast du ihn denn gefragt, ob in den letzten vier Jahren realer Sex mit Männern gelaufen ist? Das habe ich mich alles gesagt nicht getraut, weil ich weiß genau, er würde sagen nein. Aber wir sind natürlich jetzt ganz, ganz misstrauisch, auch aufgrund dessen, was du gerade erzählt hast und des Profils, dass das vielleicht doch passiert ist, ne? Dass er viel, viel stärker bisexuell orientiert ist, als du es vielleicht bisher gedacht hast. Ich meine, jetzt ist die Hochzeit in einer Woche. Ja. Und du? Ja, keine Ahnung. Also. Du bist völlig fertig, ne? Ja. Ja, zu Recht finde ich auch. Ja, es geht ja gar nicht darum, ob er da nun. Es geht darum, dass er da eine geheime Welt hat. Und die möchte man natürlich als Partner, vor allen Dingen, wenn man sich dann bindet und kurz vor der Heirat steht, möchte man einfach wissen oder man möchte es begreifen. Oder man möchte auch, dass die vielleicht gar nicht da ist, ne, diese Welt. Wie hat er sich denn jetzt weiter verhalten? Hat er gesagt, das ist alles nicht so? Hat er es runtergespielt? Er fängt Streit an. Also sobald ich ihn darauf anspreche, sagt er, ja, ich meine, er sagt ja auch, dass er mich liebt. Und das glaube ich ihm ja eigentlich auch. Aber halt... Ich kann ihn aber nicht teilen, das ist es ja. Weißt du, Jenny, ich finde jetzt wirklich, dass du das Recht hast, ihm die Pistole auf die Brust zu setzen, im symbolischen Sinne, und ihm zu sagen, pass mal auf, wir heiraten. Ich, Jenny, habe verdammt nochmal das Recht, alles zu wissen, was da los ist. Und das musst du mir sagen. Ich bin vielleicht auch bereit, dir vieles zu verzeihen und auch zu tolerieren, aber ich will wissen, woran ich bin. Das Recht hast du, Jenny, wirklich, finde ich. Ja. Finde ich wirklich. Also jetzt gerade, wo es eine Woche vor der Hochzeit ist. Würdest du es ihm verzeihen, wenn es richtig so rauskäme, dass er es gemacht hat? Das ist die Sache, ne? Ich meine, er hat ja dieses Profil, das kann auch nicht so alt sein, weil er sich da mit 21 Jahren reingeschrieben hat. Also kann er nicht auskommen, das ist von früher. Und ich meine, vielleicht, man kann es ja auch nicht abstellen. Man kann ja nicht sagen, ich habe auch Angst, dass er mich jetzt heiratet aus Liebe zu mir und in 10, 20 Jahren sagt, so, Jenny, tschüss, ich bin schwul, ich gehe jetzt zu einem Mann. Ich würde sogar so sehr darauf bestehen an deiner Stelle und auch sagen, pass mal auf, wenn das nicht geklärt wird, dann werden wir unsere Hochzeit verschieben. Ich heirate dich nicht, ohne zu wissen, was da wirklich mit dir los ist. Das ist nämlich eine ganz andere Persönlichkeit. Ja, ich weiß, das würde mich auch schocken an deiner Stelle. Finde ich auch nachvollziehbar. Ich finde es aber auch natürlich dramatisch, wenn man eine Hochzeit verschiebt. Was erzählt man den Leuten? Was erzählt man den Verwandten? No. Warum und wieso? Du kannst ja schon froh sein, dass du es jetzt vorher noch entdeckt hast. Ne? Aber nochmal gesagt, ich finde, dass du das Recht hast, ihn da wirklich Druck auf ihn auszuüben und zu sagen, pass mal auf, junger Freund, ich will alles wissen. Ich will alles wissen und dann überlegen wir neu, ob ich damit leben kann. Zwingen ihn dazu. Finde ich schon. Du hast das Recht dazu, finde ich. Ja. So, Jenny, jetzt geht die Sendung vorbei. Aber ich möchte dich jetzt auch nicht so einfach nur schnell abwürgen. Das hat mir schon sehr geholfen, mit jemandem drüber zu reden. Ja, aber ich biete dir an, dass du vielleicht auch noch mal ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Ja. Ja, möchtest du das? Ja, okay. Dann kriegst du noch eine andere Einstellung, eine andere Sichtweise und kann ja nicht schaden. Ja. Dann rufen wir dich gleich nochmal an, okay? Alles klar. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.
So, meine Lieben, das war's für diese Woche von uns. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Uli Kapp, bei Wolfram Spikowski, Roland Lohr, Marco Rössler, Tim Stienauer, Christian Part, Heinrich Stanzig, Nikolaus Schelzig, Claudia Binsfeld und Christian König. Wir gehen jetzt in eine kleine Osterpause. Sind wieder da am 19.04. Ich wünsche euch eine schöne Zeit bis dahin, vor allen Dingen schöne Ostern. Lasst euch schön beschenken mit vielen bunten Eiern. Und wir sehen uns dann, wie gesagt, am 19.04. wieder. Bis dahin, alles Gute. Und Gudrun Krause habe ich noch vergessen, die in der Technik war. Alles Gute bis dahin. Tschüss. 2 Uhr. Sie hören Nachrichten vom SWR. Berlin. Der Deutsche Gewerkschaftsbund, DGB, hat für heute zu Demonstration...